Hallo zusammen und keksige Grüße aus dem Foodlotion Testlabor, denn ich habe, beziehungsweise Balkon, denn ich habe hier was ganz Neues für euch, und zwar frischen, fertig gemixten Keksteig von Spooning Cookie Dough in drei leckeren Sorten. Klassischen Keksteig oder auch Triple Chocolate Keksteig oder auch ja, Lemon Cake Keksteig. Ja, nicht mehr zum Anmischen, sondern frisch aus dem Kühlregal. Und ich stelle euch die Dinger jetzt mal in diesem Video vor und bin sehr gespannt, wie sie schmecken. Also viel Spaß euch. Ja, ihr erinnert euch vielleicht an den Spooning Cookie Dough zum selber Anrühren. Ich habe euch schon einige Produkte vorgestellt. Tatsächlich ist das Video damals, als es bei der Höhle der Löwen vorgestellt wurde, das Produkt von denen, habe ich ein Video dazu gemacht. Das ist mein erfolgreichstes YouTube-Video, zumindest von dieser Anmix-Packung. Und hier haben wir jetzt eben, ich muss die einmal richtig schön hinstellen, frischen Keksteig aus dem Kühlregal. Es gibt ja auch andere Marken, die bereits Keksteig herstellen, von den Cookie Bros zum Beispiel. Da habe ich auch was von getestet. Und ja, jetzt haben sie da mitgemacht. Also es ist eigentlich lustig. Erst haben sie Keksteig zum Anmischen gemacht, dann machen andere frischen, jetzt machen sie selber frischen. Finde ich gut, weil man so eben quasi selber keine Arbeit hat. Andererseits fand ich dieses selber Mischen, das hatte auch immer irgendwie was. Nichtsdestotrotz wollen wir mal schauen, wie eben jetzt diese drei neuen Sorten sind, die es ab Dezember zu kaufen gibt, in Kühlregalen oder auch im Webshop bei denen. Die Dinge habe ich zugeschickt bekommen, das solltet ihr wissen, und jetzt schauen wir sie uns mal zusammen an und ich bin wirklich sehr gespannt. So, gleich drei Sorten haben wir hier. Wie gesagt, es gibt die im Webshop und ihr könnt übrigens auch 15% mit dem Aktionscode sparen, hier für mich und meine Follower. Den könnt ihr benutzen, dann könnt ihr im Online-Shop Geld sparen. Tatsächlich ist das gar nicht so verkehrt, denn sie kosten schon ein bisschen was. Ich kenne jetzt nur den Webshop-Preis, im Supermarkt habe ich sie noch nicht gesehen. Wir haben jeweils 145 Gramm in den Bechern. Und im Webshop kosten sie umgerechnet, man kann 9 Stück kaufen für 30 Euro. Dann kommt noch 5 Euro Versand hinzu, also kostet es 3,33 Euro. Also schätze ich jetzt mal, im Supermarkt werden sie zwischen 3 und 3,50 kosten, um den Dreh. Und ja, das ist nicht gerade wenig, muss man natürlich auch sagen. Andererseits Trendprodukt, das kostet immer ein bisschen und ist ja auch eher eine kleinere Firma. Von daher, ja, aber wenig Geld ist es sicherlich nicht. Das muss man natürlich auch erwähnen. Hier klassischer Naked Cookie Dough, mit dem würde ich auch anfangen. Es gibt scheinbar dann jetzt keinen ganz normalen Chocolate Chip, sondern halt dann den Triple Chocolate Chip. Und ergänzen tun sie auch einen mit Juicy Lemon Cake, also eine durchweg, ja, ich sag mal, gemischte Auswahl. Ja, so sehen sie aus. In so einem Pappbecher ist es hier drin. Tada, endlich kannst du deinen Original Spooning Keksteig direkt aus dem Becher löffeln. Also Löffel rein, glücklich sein, im Kühlschrank aufbewahren, innerhalb von wenigen Tagen aufbewahren. Das Ganze auch hergestellt in Deutschland ist natürlich auch gut, denn sie haben tatsächlich ja auch ein Geschäft, das war der Ursprung des Ganzen, in Berlin, wo man Keksteig löffeln kann. Inspiriert wurden sie sicherlich durch den Laden in New York, die diesen löffelbaren Keksteig vor einigen Jahren schon rausgebracht haben. Da war ich übrigens auch, holy shit, war mir schlecht nach zwei so Kugeln Keksteig. Es ist ganz schön mächtig halt, ne, muss man sagen. Und ja, das ist tatsächlich, wenn man mal so auf die Zutaten schaut, wie klassischer Keksteig. Wir haben Mehl drin, wir haben Zucker drin, Wasser an der Stelle jetzt hier. Schade, dass wir keine Milch genommen haben. Es ist Palmfett drin. Butter wäre natürlich hier auch ein bisschen geiler gewesen, muss ich sagen. Rapsöl, Emulgatoren ein bisschen drin, damit eben Fett- und Wasseremulsion sich vermischt. Die Glycerin, Säurungsmittel, Zitronensäure, Salz und Aroma ist auch drin. Sprich, vielleicht nicht ganz das, was man zu Hause benutzt zum Keksbacken, aber prinzipiell ist das in Keksen drin. Wasser, Zucker, Fett. Ja, und beziehungsweise Milch wäre das bei uns dann eher. Und ja, man muss natürlich sagen, muss immer ein bisschen haltbar sein. Deswegen ist ja hier vermutlich auch die Zitronensäure drin, damit das ein bisschen besser haltbar ist. Jetzt probieren wir mal natürlich auch direkt die klassische Sorte. So sieht sie aus. Pappbanderole drumherum, damit man das hier auch so ein bisschen trennen kann. Na komm schon, wo kann man die denn hier aufziehen? Hier nichts zum Aufziehen. Was ist das denn für ein Scheiß? Was für ein befriedigendes Geräusch. Klatsch. So sieht er aus. Ich mache die jetzt einfach erstmal hier auf. Dann mache ich ein Foto und dann wird erst probiert. Und so sieht der jetzt aus mit Triple Chocolate. Die haben dann eben noch Chocolate Chips in drin. Drei verschiedene, und da haben wir natürlich ein paar mehr Zutaten, weil jetzt hier auch Kakaostückchen drin sind. Wir haben weiße Schokolade, wir haben Zartbitterschokolade und Milchschokolade. Und zum Rohverzehr steht extra drauf, ist es geeignet, weil eben
das Mehl behandelt wurde. Man sollte ja normales Mehl, so wie man es im Laden kauft, nicht essen, weil es eben Pilze und Bakterien, Sporen noch enthalten könnte von der Verarbeitung, weil es wird ja quasi nicht abgebacken, abgekocht oder behandelt, dass die Sachen, die am Feld noch drauf sind, kaputt sind. Und deswegen sollte man das selber in die Mikrowelle machen, wenn man sich mal selber Keksteig macht. Rezept zum Original Ben & Jerry's Keksteig gibt es übrigens auf meiner Webseite von Ben & Jerry's offiziell. Hier ungebackener Keksteig mit Zitronenkuchengeschmack. Hier haben wir Zitronenzellen drin, was auch immer Sie damit meinen. Zitronensaftkonzentrat ist drin, also hier quasi so eine Art Zitronenkuchen. Und wir haben richtig solche Crumbs hier oben drauf. Sieht geil aus. Ich mache noch ein, zwei Fotos und dann wird probiert. So, dann wollen wir mal anfangen und direkt mit der klassischen Sorte Naked Cookie Dough. So sieht er aus. Er riecht wie Keksteig. Bisschen Vanillin ist bei oder Vanillearoma. Riecht man zumindest. Gucken mal, wie er aussieht. Tatsächlich ein bisschen lockerer, so ein bisschen cremig, nicht wie ganz normaler Keksteig. Der ist meistens ein bisschen fester. Der hier ist eher so ein bisschen weicher und sieht auf jeden Fall, damit ihr auch seht, welche Sorte es ist, gar nicht mal so schlecht aus und riecht auch gut. Hört ihr den Zuckerknack? Sehr geil. Ich weiß nicht, ob sie sogar vielleicht ein bisschen Butteraroma reingemacht haben. Schmeckt ein bisschen butterig, süß. Man merkt das Mehl und das schmeckt tatsächlich wie ein Keksteig. Sehr lecker, sehr basic aber auch das Ganze. Und das Geilste ist natürlich dieser Zuckerknack. Das ist auch auf jeden Fall wichtig. Kein brauner Zucker, kommt hier vom normalen Zucker. Lecker. Vor allem dieses, da ist ein bisschen Aroma drin. Ich weiß nicht, ob es nur Vanille ist oder auch ein bisschen Butter ist. Es hat so ein bisschen was Volles. Und das ist gut. Erinnert mich wirklich an Kekse. Vielleicht merkt man schon, dass keine Butter bei ist. Also das schmeckt man. Das ist kein richtiger Butterkeks, wie wenn man zu Hause Cookies backt. Aber auf jeden Fall schon mal sehr lecker. Jetzt bin ich mal gespannt auf die nächsten Sorten. Dann mache ich mal, ich bewahre mir als letztes den Triple Chocolate auf. Der könnte echt noch mal für mich persönlich der Favorit werden. Juicy Lemon Cake. So sieht der aus. Und er sieht verdammt gut aus. Überall solche kleinen Kuchenbrösel. Ich werde mir jetzt mal hier einen wegsnacken. Er weich. Schön zitronig. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Das hier ist zum Beispiel ein bisschen fester. Oh, seht ihr, der Teig, ach, ist das so ein Topping ist hier drauf, so ein Zitronentopping. Seht ihr das Weiße hier? Das ist so ein Topping hier und darunter ist der Keksteig. Könnt ihr das sehen? Das ist eine andere Farbe, der ist weicher. Sprich, wir haben hier so zwei Schichten Zitronentopping und dann Keksteig mit Bröseln. Ich probiere es erstmal so. Jetzt mit dem Topping zusammen. Seht ihr das hier? Das Weiße obendrauf. Das ist so ein Zitronenguss oder so. Schön zitronig. Lecker. Ein bisschen zitroniger hätte es obendrauf noch sein können, finde ich. Es ist eher so eine Zucker. Ich möchte es nicht Pampe sagen, aber ein bisschen Zitrone fehlt, finde ich. Mit dem Bröseln ist das allerdings wirklich so eine Dreifachkombination. Das gefällt mir ganz gut. Der Teig ist auch schön. Ja, schön zitronig. Aber ein bisschen mehr Wumms in der Soße oder in dem Topping wäre geil gewesen. So, kommen wir zu dem, auf das sich wahrscheinlich die meisten freuen. Irgendwas mit Schokolade und gleich dreimal Schokolade. Zartbitter, Vollmilch und Weiße. Und das sieht geil aus. Guckt es euch an. Geil, die Drops hier. Sehr geil. Die sind da auch drin. Kann man es an der Seite? Irgendwie kann man nicht sehen. Die sind aber auch reingearbeitet. Wir können da mal, können einfach mal ein bisschen graben. Ah ne, die sind nur oben drauf scheinbar. Nur oben drauf. Jetzt muss ich mal schauen, ob, es ist ja alles voll. Muss ich mal schauen, ob hier die der Keksteig selbst, wahrscheinlich schmeckt der wie der Naked, könnte ich mir vorstellen. Und sie machen quasi nur die Schokis obendrauf. Nee, ich meine, schmeckt ein bisschen anders.
Ich muss noch mal probieren. Nun doch nicht. Ist, glaube ich, ein bisschen anders. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Aromen der Schokolade so mit reingezogen sind. Schmeckt ein bisschen anders, aber auch nicht so krass anders. Auch ein bisschen Vanille. Und jetzt die Schokodrops. Schoki. Sehr gut. Schmeckt mir sehr lecker. Wie gesagt, vor allem der Teig ist schön luftig. Ist geil. Praktisch, dass man das jetzt pur snacken kann. Als, ich sag jetzt mal, ordentliches Dessert. Denn, ja, es hat sowas von so einem halben Ben & Jerry's Pint, wenn man so ein kleines Ding hier ausfuttert. Kekser hier sind Trend, von daher wird es sicherlich irgendwo auch gut ankommen. Das ist, glaube ich, kein Snack, den man sich irgendwie ständig geben wird, aber es hat so ein, sag mal, so ein Aha-Effekt. Es ist irgendwie so ein bisschen Trend, es ist lustig, das mal auszuprobieren. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich den angerührten klassischen Kekser, von denen, wenn man den mit Butter macht, geschmacklich am allerbesten finde. Sogar noch besser als diese angerührten hier. Vielleicht, weil hier Palmfett drin ist statt Butter. Und das finde ich einfach ein bisschen besser. Rapsöl, Palmfett, das schmeckt richtige Butter doch besser. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade, dass sie hier keine richtige Butter reingemacht haben. Natürlich wegen der Haltbarkeit ein bisschen, aber normale Butter ist auch gekühlt einige Wochen haltbar. Hätten sie vielleicht machen sollen, finde ich wirklich ein bisschen schade. Nachhaltiger Anbau hier fürs Palmfett, ja gut, okay, aber ist trotzdem Palmfett. Brauner Zucker für ein bisschen noch mehr Knack wäre auch gut, aber geschmacklich sind sie gut geworden und wenn sie euch interessieren, probiert sie gerne mal aus. Wie gesagt, Rabattcode habt ihr gesehen. Früher oder später wird sie auch im Supermarkt geben, ist wahrscheinlich besser, um sie mal auszuprobieren. Dann kann man sich mal so ein Pöttchen kaufen. Allerdings für so eine Party dann irgendwie mal so ein Ding da, irgendwie so ein 9er-Paket bestellen, ist sicherlich auch ein lustiges Gimmick. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Würdet ihr sie ausprobieren? Habt ihr sie vielleicht schon irgendwo gesehen und ausprobiert? Oder kennt ihr andere Keksech-Produkte, die ihr feiert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und einen Daumen nach oben. Herzlichen Dank dafür. Und ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.